Viel zu jung ist er gestorben. Mit 41 Jahren erlitt Sascha Weidner vor 2 Jahren einen Herzinfarkt. Der vielfach ausgezeichnete Fotograf hat an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert. Das Sprengelmuseum Hannover verwaltet seinen Nachlass, der nun in der Ausstellung It's All Connected Somehow angeschaut werden kann. Sascha Weidner selber hat sich als stetig suchend reisenden Romantiker beschrieben. Das bezeichnet das eigentlich ganz gut. Sascha Weidner hatte einen sehr intensiven, fast ja romantischen Zugang zur Fotografie. Romantik war für ihn etwas sehr Wichtiges. Wir finden in dieser Ausstellung Bilder, die sich auf Caspar David Friedrich beziehen, den großen romantischen Maler. Er war stets auf der Suche nach dem besonderen Moment, in dem er sich selber findet und sich selber nahe ist und das in den Bildern auszudrücken vermag. Hinter uns hängt eine Aufnahme von Sascha Weidner, die heißt Touché. Das ist ein sehr schönes Bild, weil einerseits ist es der Versuch, sehr intensiv mit der Natur in Berührung zu geraten. Es ist eine freie, akrobatische Bewegung, fast schwerelos in der Natur. Andererseits aber auch ein Narzissmotiv, jemand, der nach seinem eigenen Bild sucht in der Wasseroberfläche und versucht, sein eigenes Bild zu berühren. Wie kann ich mir selber am nächsten kommen? Wo sind die Orte, an denen ich mir selber nahe kommen kann? Wo bin ich am intensivsten bei mir? Das klingt nach einer Suche nach Ruhe. Gleichzeitig ist dieses Bild aber unglaublich dynamisch und sehr offen in alle Richtungen. Daher beschreibt es die Arbeitsweise von Sascha Weidner eigentlich sehr gut. Bei Sascha Weidners Bildwelt ist oft von einer radikalen Subjektivität die Rede. Auch die vermeintlich kleinen Momente im Leben hält er fotografisch fest. Seine Bilder sind geprägt von einer Generation, deren Credo man vielleicht mit dem Slogan »No future, much present« betiteln könnte. Diese Romantik in der Fotografie, so wie Sascha Weidner sie ganz intensiv auch an ein Lebensgefühl von jungen Leuten heute bindet, ist nicht allzu verbreitet. Da ist ja wirklich eine sehr solitäre Position und vielleicht ließe sich auch sagen, dass diese Bilder eigentlich eine ziemlich tolle Entsprechung sind für eine Generation, die global und so weiter ständig unterwegs ist, ständig auch, wie es den jungen Leuten heute möglich ist, international nach den besten Orten zu suchen, um ihre eigenen Erfahrungen zu machen und sich selber zu finden, dass man in diesem ständigen Unterwegssein, dieser ständigen Suche, aber auch Orte der Ruhe und Einkehr sucht, an denen man wieder zu sich kommt. Das erzählen, glaube ich, diese Bilder sehr schön. Die Ausstellung It's All Connected Somehow von Sascha Weidner kann man sich noch bis zum 19. November im Sprengelmuseum anschauen. Es ist die bisher umfangreichste Ausstellung des Künstlers.